Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Airborne Kingdom. So, dann schmeißen wir hier unseren Vogel schon mal an. Der dackelt direkt weg. Moment, Augenblick, ich bin noch nicht so weit. So, jetzt aber. Okay. So, ja, da war doch noch was. Wir brauchen doch noch dringend Nahrung. Ich hoffe, ich bin noch in der richtigen Umgebung. Okay. Das stimmt hier nicht, oder? Ah, da. Ah, alles klar, alles klar. Das sind unsere Flieger. Achso, die Kiste ist leer. Okay, okay, okay. So, ja, und wir sind auch voll. Ja, also, auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal. Moment, Moment, Moment. Warte, warte, warte. Gut. Ich bewege mich gerade in die falsche Richtung. Das Gebiet ist ja nicht gerade sehr klein, dass wir da untersuchen müssen. Ja, der mit seinem Leben. Brauchen da erstmal nichts. Also zumindest brauche ich im Augenblick nichts. Nein, das ist nicht richtig. Der Technologiebaum ist uninteressant. Ich muss da noch ein bisschen weiter rüber. So. Na, vielleicht noch so, na, so ungefähr. Richtung. Ich zentriere mal. Diesmal hat es geklappt. Diesmal hat es geklappt. Eigentlich ganz einfach. Nur in die Richtung drücken, in die man das Ding drehen will. Naja. Weil einfach eben nicht immer einfach ist. Lümpelt sich da so durch. So, Nahrung ist okay. Kohle ist okay. Holz sowieso. Karte. Ich sollte mich noch ein klein wenig so in Richtung. In diese Richtung bewegen. Wir sind so nach rechts. Steuerbord. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist besser. So, ja, ach ja, genau. Ich wollte ja mal gucken, wie das hier mit unseren Rudern ist. Kriege ich dann noch ein weiteres Ruder dran? Moment, Ruder. Nee, da nicht. So geht das nicht. Alles klar. Moment, ich bin ein bisschen näher ran. Passt das wirklich? Jo. Das passt. Aha, ein zurück. Ich verstehe. Mit den Glashütten, die können wir jetzt, glaube ich, auch bauen, ne? Ah, Wohnblöcke können bis auf 2 Etagen gestapelt werden. Sehr schön. Ich will erstmal hier aufschließen. Ressourcen. Glashütte. So dran setze. Wie sieht das aus? Oha. Ja, Holzauge sei Wasser. Moment. Das war jetzt nicht so gut. Okay.
So, so sollte es jetzt aber richtig sein. Ja, das sieht besser aus. Das sieht deutlich besser aus. Und wir haben noch kein weiteres Forschungsprojekt. Ich werde mal hier unseren Hangar ein bisschen erweitern. Also hier ein Flieger mehr. Ein Flieger mehr ist in Ordnung. So. Und die Welle? Uralter Brunnen. Ach, das war jetzt aber ein Volltreffer. Was wir für einen Brunnen hielten, war in Wahrheit die Wasserpumpe, nach der wir suchten. Doch ihre Mechanismen sind längst nicht mehr funktionsfähig. Das ist schlecht. Nach kurzer Analyse glauben unsere Arbeiter, sie könnten sie mit einigen Ressourcen reparieren. Wir müssen die Materialien finden und Arbeiter entsenden. Das Wasser dort unten schien beinahe zu glühen. Seine Farbe kräftiger als die der Gewässer bei Agromatz. Und sein gräulicher Gestank ebenso intensiv wie die Färbung. Aus Tagebüchern unserer Reisen von Muluab, dem zweiten Chronisten. So, wir benötigen. Entsende uns an. Wir benötigen. Shit. Den Mund zu folgen. Wir brauchen Lehm. Verdammt, wir kehren um. Hier ist nichts. Also hier ist kein Lehm und dergleichen. Moment, Augenblick mal, was habe ich denn da unten? Sollte das zufälligerweise Lehm sein? Ja, aber. Verdammt, mal gut gehabt. Wie alle arbeiten sie. Achso, 5, okay. Wo willst du hin? Ich bin hier geblieben. Auch hier ist, also Holz ist auch direkt, nein, für den Fall des Falles, aber braucht man ja nicht. Sehr cool. Ja, dann hau mal voll den das Ressourcenlager hier. Okay. Oh, ich bin immer wieder überrascht, wie schnell die hier so was hochziehen. Schon nicht schlecht. Ja, da verstehe. Dadurch sind natürlich jetzt Arbeitskräfte verloren gegangen. Das heißt, ich müsste dann bei der nächsten Gelegenheit vielleicht mal so ein kleines Örtchen aufsuchen, um zu schauen, ob da Leute Lust haben, sich hier anzuschließen, also sich bei uns hier anzuschließen. Was ist hier? Schicken wir mal schnell noch jemanden los, um da Relikte zu suchen, wenn wir schon mal gerade bei der Gelegenheit hier in der Nähe sind. Machen wir das. 7 haben wir im Augenblick. Ja, ich lasse den erstmal zurückkommen. So viel Zeit muss sein. Keine Hektik hier. Ich bin ja mit Spielen beschäftigt und nicht irgendwie auf der Arbeit oder auf der Flucht. So. Ja, nur aber. Okay. Ach, der ist jetzt. Stimmt, die waren ja da noch beschäftigt und so. Ups. Relikte gefunden. Sehr schön. Wie viel sind's denn? Ah, er kommt gerade zurück. Alle. Hopp. Jawohl. Und gelandet. Hallo? 11. Cool. Nochmal 4 dazu. Sehr schön. Okay, dann jetzt aber hier. Jetzt aber hier. Das sollte zu schaffen sein. Und wir schicken dann mal die Leute runter. Wir entsenden unsere Arbeiter mit Materialien und warten in der Nähe, auf dass sie die Probleme lösen mögen. Genau. Achso, jetzt muss ich wieder warten. Ich sehe hier nichts. Man kann auch dann bekehren. Nein, will ich natürlich nicht. Gehen wir hier auf doppelte Geschwindigkeit.
oder vielleicht sogar auf dreifache Geschwindigkeit. Wie sieht es mit unseren Ressourcen aus? Also hier eine Nahrung und so weiter. Das sieht gut aus. Kohle sieht gut aus. Was ist das? Das war Tempo, ne? Ah, okay. Oh, das ist in Ordnung. So. Wir kommen voran. Immerhin. Wenn wir damit fertig sind, dann können wir... ich will anders umsetzen. Dann können wir hier mit dem Königreich da ne, Kontakt aufnehmen, den sagen, immer, Leute, alles wieder in Ordnung. Alles Paletti. Und ja. Schon mal so ein bisschen auf die Bremse. Wir sind kurz vor der Fertigstellung. So, ich bin auf Normalgeschwindigkeit zurück. Okay. Jawohl. Unsere Bemühungen fruchteten. Die Wasserpumpe funktioniert wieder. Ausgezeichnet. Ja, sieht doch schon gleich ganz anders aus. Uralter Brunnen. Die Mechanismen mahlen und stottern. Doch sie geraten in Bewegung und lassen sich von den Winden antreiben. Als unsere Blicke über das Tal schweifen, sehen wir, wie rote Oasen klar werden. Das Grundwasser fließt wieder. Wir müssen nach Agromatz, cooler Name, Agromatz zurückkehren und die Königin fragen, ob auch das Ackerland wieder fruchtbar ist. Die Gelehrten und Arbeiter, die stets ein und dasselbe waren, erfreuten sich an diesem Erfolg und vergossen Wasser als Zeichen des Frohlockens. Denn Wissen und Fleiß waren angesehener als alles andere. Aus Tagebücher unserer Reisen von Mulelap, den zweiten Chronisten. Wir werden nach Agromatz zurückkehren. Agromatz. Ressourcen, bla, blub, blub. Sieht gut aus. Karte. Ich muss mich einmal drehen. Und, jo. Achso, Moment. Nee, da war ich. Oder nee, da war ich nicht. Ich hatte gerade noch so eine Ruine gerade gesehen und, das überlege ich gerade. Zwischenstopp oder nicht? Wir können auch mal irgendwann dazu wieder zurück. Kommen, zurückkehren, Gedingse. Jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg. Möglichst zügig. Und ich muss zusehen, dass ich irgendwo Leute finde. Also möglicherweise ist es dann wieder so, dass ich da hier in der von diesem Königreich noch einige anschließen. Vielleicht warte ich auch erstmal das ab. Bevor ich jetzt irgendwo anders noch einen Zwischenstopp einlege und da dann entsprechend versuche, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich müsste mich ein bisschen drehen. Ich glaube, in diese Richtung. Jawohl. Backbord. Backbord. Oh. Ja, das mit der Karte funktioniert einigermaßen, aber das mit der Kamera ist doch so ein bisschen suboptimal. Gebe ich ja zu. So. Karte. Richtung stimmt so einigermaßen. Ich kann noch ein bisschen Steuer umreißen. Und dann müssten wir zu dem Königreich kommen. Da vorne ist es. Ich sehe es schon. So, dann steuern wir mal direkt drauf zu. Ressourcentechnisch sieht es noch ganz gut aus. Ah, es wird auch hier eifrig Glas hergestellt, sehe ich gerade. Sehr schön. Ja, auch Lehmziegel sind wohl hier noch. Ja, so ein paar werden dann noch gemacht. Sollte vielleicht auch immer mal wieder so sehen, dass ich den ein oder anderen Lehmberg da mitnehme. So, erhöhe die Fliegerzahl auf 8. Das haben wir gemacht. Technologiebaum öffnen. Ich gehe mal hier auf Pause. Hallo, Pause. So.
Jo. Ist natürlich schon eine Ansage. Weniger Nahrung, weniger. Dauert halt 32 Stunden. Ich fange mal hier mit der Nahrung an. Ist egal. Machen wir erstmal das. Wobei, na gut, jetzt habe ich mich entschieden. Was hier? Ja, machen wir erstmal das. Machen wir erstmal das. Das andere ist nicht so dringend. Aber ich würde erstmal, weil das auch relativ schnell geht in 8 Stunden. Und dafür dann 33% Steigerung. Das ist schon nicht verkehrt. Ganz gut. Bereich Lagerung. Ja. Später. Antrieb. Achso, das hatte ich schon gemacht. Da können wir auch noch ein bisschen was machen. Ja, Auftrieb war nicht Antrieb. Auftrieb. Da wäre hier die Möglichkeit gegeben. 16 Stunden. Ja, aber wie gesagt, wir machen erstmal das eine da fertig. Auch 8 Stunden. Das passt schon. So. Also ich muss schon sagen, unser Königreich ist durch die Ruder hier, also sie sind doch schon um einiges schneller geworden. Das hat sich doch schon gelohnt, in diese Ruder zu investieren. Ja, ich hatte das hier schon langsamer erlebt hier. Ne? Also da muss man schon sagen. Auch mit dem Auftrieb muss ich auch nochmal gucken. Vielleicht können wir hier noch so zwei von den Teilen da dran setzen. Aber da brauche ich erstmal wieder Leute, ne? Entsprechend und so weiter und so fort. Das geht jetzt nicht so von heute auf morgen. Ich muss mal gucken, ich darf ja nicht hier so viele Arbeitskräfte einbinden. Ich meine, wir haben noch 5 Untätige. Aber die sind auch schnell weg. Wir brauchen immer ein paar Leute hier, ne, für unsere fliegenden Geschichten. So. Ich würde sagen, wir kommen doch mal so langsam hier an. Felder von Agromatz. Die Königin strahlt zur Begrüßung. Ihr Ackerland blüht auf. Genau wie die neue wilde Flora in der Nähe, die wir für Nahrung ernten können. Oh, sehr schön. Einige Bürger von Agromatz sind so beeindruckt, dass sie sich dem Rat anschließen wollen. Ja, das finde ich cool. Da die Äcker nun gedeihen, ist die Königin von unserer Prophezeiung überzeugt. Sie stimmt einem Bündnis zu. Oh, das ging auch schon fix. Wir müssten einen Himmelshafen bauen. Ja gut, das ist immer das Gleiche. Um Agromatz mit dem Rest der Welt zu verbinden. Zu erkennen, dass unsere Pfade nun zu einem verschmelzen, war für alle ein besonderer Moment. Und alle wussten, dass die Zeit drängte. Auszug aus der Wirklichung der Prophezeiung von Muluab, den zweiten Chronisten. So, wir brauchen dafür 20 Holz und 10 Lehm, die haben wir, also Lehmziegeln, die haben wir gerade so. Okay, dann schicken wir die Leute runter. Dies erfordert Arbeit, Ressourcen und Zeit, die wir bereitwillig geben, und so warten wir, bis der Bau vollendet ist. Genau. Wir machen wieder den hier. Damit das Ganze ein bisschen schneller vorangeht. Das sieht recht klasse aus, muss ich schon sagen. Ja, also hier mit den Feldern, da das Wasservorkommen. Brunnen. Hier die. Sollen das Mühlen sein oder so? Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ne? Wenn die hier Felder haben, die das zu bewirtschaften haben. Ne? Und müssen ja entsprechend die. Das Korn gemahlen werden. Das sieht ja auch cool aus, wenn wir hier das Gebäude hochziehen. Also nicht nur, dass sich hier was tut, nein, da unten tut sich auch was. Sehr, sehr schön. So, Moment. Muss man auf die Bremse gehen. Und ja, da sind die ersten Flieger schon unterwegs. Sehr cool. So. Wenn ich jetzt. Ach, da haben sich neue Leute dazu. Ah, ja.
Okay, ja, dann ist das jetzt, genau. Wir sind nun bekannt als Gemeinschaft der Lüfte. Ja, cool, ausgezeichnet. Das freut mich. So wie unsere Gemeinschaft wächst, so nehmen auch die Zweifel und Ängste der Übersiedler aus anderen Königreichen zu. Wie sollen wir ewig in den Himmel überleben? Oh, da ist die Frage berechtigt. Treu ergeben, wie sie dem Licht sind, sorgen sich diese Leute darum, von seinem Pfad. Treu ergeben, wie sie dem Licht sind, sorgen sich diese Leute darum, von seinem Pfad abgekommen zu sein, sowohl körperlich als auch spirituell. Ihre Sehnsüchte müssen gestillt werden. Ach, es geht sowas los. Wir müssen alle unsere Wege mit Licht erhellen, damit sich unser Volk im Himmel sicher fühlt. Wir könnten auch Glaubensstädte bauen, damit das Licht sie spirituell leiten kann. Solche Bauwerke werden die Sehnsüchte unserer Einwohner beschwichtigen. Zu Beginn unserer Reise wissen wir von beiden Bauten nichts. Doch sicher warten in anderen Königreichen Ideen, die wir für die Himmel erforschen können. Ja, ausgezeichnet. Na, wenn es denn sein muss. Unsere Arbeiter haben den neuen Himmelshafen fertiggestellt und so haben wir einen neuen Verbündeten. Ja, das ist wirklich ausgezeichnet. Finde ich gut. So, sehr schön. Der Wandteppich nimmt immer mehr Gestalt an. Wir sind nun verbündet mit Feldern von Agromatz. Das ist wahrlich ausgezeichnet. Moment, ich kann uns kurz mal intervenieren hier. So, verbündet, Felder von Agromatz. Der fertiggestellte Himmelshafen verbindet Agromatz nun mit uns und seinen Nachbarn. Außerdem haben sich viele Arbeiter unserer Sache angeschlossen. Sie wollen uns jede Stunde plus ein Holz liefern. Ich habe da schon jede Menge andere, die da Holz liefern. Wie wär's denn mal mit Nahrung vielleicht mal so eine Nahrung pro Stunde würde ich feiern. Da sie nun mit den Himmeln verbunden sind, dürfte das kein Problem sein. Wir müssen die anderen Königreiche finden und Bande knüpfen. Dann können alle Völker in kollektiver Harmonie leben und die Prophezeiungen erfüllt werden. Ja, gut. Widmen wir uns anderen Angelegenheiten. Okay, ja, dann würde ich sagen. Moment. So, das war's dann für diese Runde und für diese Folge. Wir haben einen weiteren Verbündeten, was schon mal schön ist. Wir können jetzt nach Schätzen fragen, also entsprechenden Entwürfe. Wir haben ja einiges hier so ne, an Relikten gefunden. Das heißt, wir könnten uns sozusagen das eine oder andere leisten. Wir haben aktuell 32 Leute, die jetzt hier bei uns wohnen. Von ursprünglich es war so von 24 auf 32. Schon nicht schlecht. Und das heißt, wir müssen wieder weiteren Wohnraum schaffen. Und natürlich darauf achten, dass Wasser und Nahrung ausreichend vorhanden ist. Cool. Okay. Aufgaben über Aufgaben. Ja, ich habe ja schon in der letzten Folge da so ein bisschen erzählt hier, ne, von wegen, schauen wir mal, wie sich das hier Ganze so Let's Play-mäßig weiterentwickelt. Oh, Entschuldigung, das war wieder mal das Mikro, beziehungsweise der Arm des Mikros. Ich hoffe, ich bin noch zu hören. Ihr habt sich direkt platzende Ohren, Trollfälle jetzt bekommen. Wie gesagt, also mir persönlich macht das Spiel sehr viel Spaß. Ne? Also, das ist jetzt hier keine Abwertung des Spiels sein, also kein Fall. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das Ganze so für ein Let's Play so spannend ist. Wobei muss ein Let's Play immer spannend sein. Interessant, ja. Es ist halt ein Aufbauspiel. Und Aufbauspiele haben halt immer so wiederkehrende Aufgaben, um es mal so zu sagen. Ja, das ist, liegt in der Natur der Sache. Und jetzt haben wir ja einen weiteren Bereich dazu bekommen. Die Leute wollen jetzt auch was für ihren Seelenheil entsprechend tun können. Das wird dann nochmal eine andere Aufgabe werden. Ich sehe das da gerade da unten. Ihr könnt das wahrscheinlich jetzt nicht sehen. Aber da sind so Gebäude, die sehen aus. Das rotiert so ein Hebel wie so bei den alten Kaffee.
Mühlen. Ihr kennt das vielleicht noch, ja. Oder einige von euch. Sieht ganz witzig aus. Wie gesagt, hier sind ja ganz witzige Ideen drin, so, ne? Auch was so die grafische Darbietung anbelangt. Das ist schon nicht übel. Okay. Ja, wie gesagt, ne? Also wir müssen halt schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal dafür, dass ihr bis hier damit dabei seid, dass ihr mich hier unterstützt und mir hier die Treue haltet. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.